Ein ganz normaler Teenager mit einem ganz normalen Hobby, zumindest auf den ersten Blick. Doch Maiko Kiesewetter aus Hamburg-Altona wirft seine Dartpfeile nicht einfach auf eine normale Zielscheibe, sondern auf eine 5 Meter hohe Holzwand. Seit anderthalb Jahren trainiert er schon für seinen ungewöhnlichen Rekord. Kein Karnevalsgag, heute am 11.11. will er den Guinness-Gipfel erklimmen auf seiner wackeligen Dartpfeil-Kletterleiter. Die Chancen liegen, würde ich sagen, 50-50. Kommt davon, hängt natürlich auch ein bisschen mit Glück zusammen. Wenn ich jetzt einmal nicht genug Kraft angewendet habe, dann kann ich halt abbrechen und dann könnte halt alles zu Ende sein. Heute Mittag in Altona. So wie immer kommt Maiko aus der Schule. Doch was seine Lehrer nicht einmal ahnen, der Hamburger Jungpauk zu Hause nicht nur Mathe und Erdkunde. Der 14-Jährige interessiert sich besonders für flugphysikalische Kletterexperimente. Mutter Katrin wird langsam nervös, während Sohnemann in aller Ruhe handelsübliche Dartpfeile montiert. Schon in 2 Stunden soll er starten, der verrückte Rekordversuch des Maiko Kiesewetter. Auf die Idee bin ich gekommen, als ich hier immer mit meinem Bruder Dart gespielt habe. Und dann haben wir halt so ein bisschen rumgetobt und uns versucht, daran festzuhalten an 2 Dartpfeilen, die in der Dartscheibe hingen. Das hat nicht funktioniert. Da sind wir halt so rausgebrochen. Aber das wollten wir halt so ein bisschen näher versuchen. Und dann haben wir uns im Baumarkt eine Holzplatte gekauft, das ausprobiert. Und da haben wir halt gemerkt, dass es rein theoretisch gehen könnte. Und haben das dann halt weiter probiert. Die Zeisehallen in Altona. Zusammen mit Coach Joe Alexander bereitet sich Maiko auf den Rekordversuch vor. 4 Stunden pro Woche trainiert der Dartpfeilkletterer. Bei der letzten Belastungsprobe kommt der 50 Kilo Junge langsam ins Schwitzen. Und der offizielle Schiedsrichter vom Guinness-Buch der Weltrekorde ist auch schon da. Die zu erreichende Höhe, die er schaffen muss, bei einem neuen Rekord, sind 5 Meter. Also es gilt dabei sozusagen die höchste Höhe, die er mit der Hand erreichen kann, bevor er sozusagen wieder runterklettert oder abspringt. Dann geht es los. 40 Pfeile, 5 Meter Holzwand und eine nervöse Mutti. Höchstens 6 Versuche bleiben Maiko und plötzlich bricht ein Pfeil ab. Doch der Hamburger bleibt cool und schafft im 2. Anlauf den neuen Guinness-Weltrekord. Ich fühle mich erleichtert, weil ich habe halt lange trainiert und jetzt sind halt die ganzen Lasten von mir runtergefallen, weil ich es halt jetzt geschafft habe. Nach dem Weltrekord will Maiko wieder ordentlich für die Schule büffeln. Ganz verzichten wird er aber nicht auf gelegentliche flugphysikalische Experimente mit Dartpfeilen.